immer ein bisschen netter. Lächeln statt fick dich steht dir doch viel besser. Wenn du es zu etwas bringen willst, musst du dich verändern. Du vergisst, du bist ein Mädchen. Rap ist nur für Männer. Ich habe schon von vielen Frauen gehört und natürlich auch schon selber erfahren, dass Männer im Hip-Hop diese Attitude mitnehmen. Aber ich weiß nicht, ob das daher kommt, dass die zu viele Rap-Videos als Kinder gesehen haben oder ob das einfach gesellschaftlicher Sexismus ist. Rappen ist ja auch sehr aggressiv teilweise. Zwar am Anfang auch eher Bubblegum und dann ist es wirklich viel mehr ins Aggressive reingegangen, ins Gesellschaftskritische. Aber auch in der Gesellschaftskritik war es eher im Gefühl der Frustration. Und ich glaube einfach, dass das Emotionen sind, die Frauen anders vermitteln würden. Also ich glaube, die Zeiten, als Aggro Berlin groß wurde, ist ja auch eine Zeit, wo halt Battle Rap einfach am Start war. Und ich glaube, dass ja dadurch auch so Provokationen kamen, weil du dich natürlich auch gegenseitig fertig machen wolltest und dann das halt auch in deinen eigenen Texten verpackt hast. Und zudem glaube ich halt auch, dass wenn Rapper aus unterschiedlichen sozialen Schichten kommen oder auch einfach eine unterschiedliche Herkunft haben, zum Beispiel wie damals Stuttgart oder Hamburg, wo es den Leuten oder den Jugendlichen einfach vielleicht ein bisschen besser ging als in Berlin, dass einfach da die Themen andere waren und die halt anders verarbeitet wurden. Ich glaube, dass um sich zu zeigen und um sich groß zu machen, hat die Provokation ihnen halt schon geholfen, irgendwie nach oben zu kommen. Aber ich glaube auch, dass es einfach eine Sache war, die sie ja halt damals gefühlt haben. Ich glaube, dadurch fühlen sich halt auch viele junge Leute angesprochen. Von Wörtern und so, die dich halt nicht permanent umgeben, die du halt irgendwie spannend und aufregend findest, da hörst du natürlich eher hin. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall geholfen hat, ja. Aber why not? Also diese Provokation ist im Hip-Hop so wichtig. Man will ja immer sagen, hier, alle, guck mal. So, nach dem Motto, um Dinge zu verändern. Also auch Grenzen austesten, ja. Ist wie so ein kleines Kind. Ist ja auch eine sehr junge Kultur. Wir sind gerade, 30, also 30, 35, 40 Jahre alt. Also für eine Gesamtkultur ist das noch sowas wie 2 für ein Baby oder für ein Kind. Man testet halt aus, bis wohin man gehen kann. Und wie oft haben wir denn als Menschen, die wir vom Ego getrieben werden, hässliche Gedanken in uns, die aggressiv sind, wo wir in uns denken, boah, diese dumme Bitch, ich hau ihr aufs Maul. Nur so, weißt du, wegen irgendwas, weil sie ist irgendwie scheiße zu dir in der Uni oder sowas. Du denkst, ich mach dich fertig. Das würde ja keiner von uns entweder machen oder auch sagen. Aber Hip-Hop gibt dem Ganzen ein Sprachrohr. Wenn ich aggro bin, höre ich auch Flair. So. Und wenn du dann auch noch mit einem stimmlichen Talent und mit einem lyrischen Talent gesegnet bist, dann kannst du das halt selber machen, dieses Sprachrohr für dich und deine Aggressivität. Aber es ist schon immer so gewesen, dass Gangster-Rap mehr Aufmerksamkeit bekommen hat als Conscious-Rap, was sehr schade ist. Aber es ist halt einfacher zu verstehen, wenn jemand mit einfachen Worten von der Straße aggressiv ist, als wenn jemand hochlyrisch, keine Ahnung, Triple- und Quattro-Reime droppt. Und man sich total konzentrieren muss die ganze Zeit. Und das dann auch noch gesellschaftskritisch ist. Also ich rede jetzt nicht von Kollega oder so, ich rede jetzt von Hass und Hoden zum Beispiel. Gerade im illegalen Bereich, man erobert sich sein Gebiet, man hat seine Wand, man hat seinen Namen, dem man Ausdruck verleiht. Das ist natürlich auch eine gewisse, ja sag ich mal, Aggressivität, womit sich viele Frauen dann halt nicht identifizieren können, weil sie sagen, okay, als Frau bist du halt emotional, du bist einfühlsam, du musst zurückhaltend sein. Und auch diese Stärke, dass halt gesagt wird, die Frau ist halt einfach das schwächere Geschlecht. Dadurch, denke ich, trauen sich auch ganz viele Frauen gar nicht an die Wand oder eben in andere Bereiche der Hip-Hop-Szene rein, weil sie sich halt einfach nicht stark genug dafür fühlen. Das ist ja auch eine Sache, die, sag ich mal, Hip-Hop an sich, also auch mit der Musik zu tun hat. So einfach dieses, die Wut rauslassen, den Hass rauslassen und ja, das anzusprechen, was einen eben frustriert. Und ich denke schon, dass man Graffiti da als Sprache von Hip-Hop bezeichnen kann.
Ja, Hip-Hop hat bestimmte Rollenbilder auch und in die auch viele Leute gezwungen werden. Wo man aber, wenn man irgendwie mehr dahinter schaut, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie von Gangster-Rappern und ihren Images irgendwie gesprochen wird, dass das ja ein Tool für die war, eben wiederum die Gesellschaft irgendwie zu konfrontieren und irgendwie Sachen viel überspitzter und halt absichtlich irgendwie vielleicht dieser Rolle sich auch hinzugeben, weil sie ganz genau wissen, irgendwie so der durchschnittliche Bürger, der irgendwie sagt, oh Vorsicht, Hip-Hop, halte ich fern davon, absichtlich damit halt irgendwie spielt, um das auch zu provozieren. Und Hip-Hop dadurch, dass es eben diese starke, so übermännliche Darstellungsweise gibt und Frau irgendwie als dieses sexuelle Objekt, wird es dadurch, also finde ich, da im Hip-Hop sozusagen, so, das hält einfach den Spiegel der Gesellschaft irgendwie so ein bisschen mehr vor. Frauen, die härter rappen, haben es schwerer, weil dann eben auch immer gesagt wird, ah, du als Frau, das gehört sich doch gar nicht, so viele Schimpfwörter zu sagen. Und das steht dir doch viel besser, wenn du so ein bisschen melodischer und singst und mach doch mal so. Und also ich hatte diese Tipps, habe ich auch bekommen. Und ich habe damit reagiert tatsächlich, dass ich die Maske aufgesetzt habe und in einem Battle angefangen habe. So, ich habe richtig Trotzreaktion gemacht. Und ich glaube, dass viele Frauen tatsächlich auch diese ganzen Tipps bekommen auf ihrem Weg, gar nicht die Chance kriegen, sie selbst zu sein und auch eben dieses, ja, nicht unbedingt männliche Attribut, aber härtere Attribut auszuleben. Und weil Hip-Hop ist hart. So, und ich glaube, deswegen verändern sich viele auch und verlieren sich vielleicht auch. Und du erwartest von mir, dass ich als Frau nett rappe, ey, dann mache ich genau das Gegenteil. Und ich glaube, bei Frauen ist gerade dieser Aspekt, sich da durchzusetzen, gerade in einer Welt, wo Männer doch noch in den entscheidenden Positionen sitzen, dass du dich da doch noch mehr durchsetzen musst und deswegen es uns doch irgendwie schwerer fällt. Reden, was sie wollen, wenn ich rappe, sind sie Haters gone hate. Barbies plan fake. Kommt erstmal zurück in die Realität. Bitches. Ja, sie können reden, was sie wollen. Wenn ich rappe, sind sie leise.